Mein Name ist Raphael Raue und ich bin Head of SEO und Analytics bei Spiegel Online. Und ich leite die zwei Bereiche. Ich habe die zwei Bereiche bei Spiegel Online aufgebaut. Und es ist immer eine Mischung aus technischem SEO, redaktionellem SEO, technischem Analytics, aber eben auch redaktionellem Analytics. Spiegel Online ist ein Nachrichtenmagazin und unsere Herausforderung ist vor allem Schnelligkeit. Wir wollen Nachrichten sehr schnell verbreiten. Nachrichten verbreiten sich sehr schnell. Wir haben allerdings einen speziellen Anspruch. Wir wollen tatsächlich auch richtig liegen. Also journalistische Leitlinie, man braucht zwei Quellen. Zusammen mit den Menschen wollen sofort wissen, was passiert ist, weil sich es ist was passiert sehr, sehr schnell mittlerweile verbreitet durch soziale Netzwerke etc. Und diese Herausforderung in den Workflows darzustellen und eben auch als Suchmaschinenoptimierung dann direkt in diese Workflows hineinzukommen, das ist eine unserer größten Herausforderungen. Die Qualität einer Webseite bestimmt sich durch unglaublich viele Faktoren. Einerseits darüber, wie Menschen zu meiner Webseite und somit zu meiner Marke finden. Und das können soziale Netzwerke sein, das kann Twitter sein, das kann sonstige Werbung sein, das ist eben vor allem auch Google. Und wir wollen mit unseren Inhalten, also nicht nur als Marke, sondern tatsächlich mit unseren Inhalten, weil wir eine sehr inhaltsfokussierte Webseite sind, bei Google so gefunden werden, dass die Qualität eben auch sowohl in den Snippets als auch beim ersten Kontakt gleich schon deutlich wird. Und Google ist ein, SEO ist ein gutes Werkzeug, um eben an der Stelle auch die Vielfältigkeit der Webseite nicht nur darzustellen, sondern eben auch innerhalb der Redaktion, innerhalb des Unternehmens klar zu machen und die Workflows darauf anzupassen. Also, dass man eben nicht nur seine Startseite optimiert, die sieht gut aus, sondern dass man eben sich auch wirklich überlegt, was interessiert die Menschen jetzt gerade? Was wollen sie eigentlich von uns und passt das zu uns? Und diese Frage müssen wir uns tatsächlich jeden Tag neu stellen. Bei anderen nicht so aktualitätsgetriebenen Webseiten ist das natürlich ein bisschen anders, aber es ist trotzdem so, man muss sich immer vorstellen, dass das für Menschen der erste Kontakt mit der Marke sein könnte. Und an der Stelle geht es dann nicht nur darum, irgendwie zu ranken, sondern eben auch wirklich mit den passenden Inhalten zu ranken und den Menschen dabei zu helfen, was auch immer sie gerade suchen. Und das hilft uns natürlich auch für alle anderen Kanäle. Diese Daten, die wir an der Stelle eben auch sammeln können, diese schnellen Daten, wir kriegen ja sehr schnell über Trends und ähnliche Tools mit, was suchen die Leute gerade. Und das hilft uns natürlich auch dabei, uns zu überlegen, wie können wir ihnen bieten, was sie wollen. Ich glaube erstens nicht, dass SEO für jedes Business der Einstieg ist. Also es gibt bestimmte Startups, die sollen irgendwie ihre SEO-Basics klar machen, aber ich glaube, ich würde nicht unbedingt als erstes Marketingwerkzeug auf SEO setzen, einfach weil SEO sehr viel Zeit braucht und als Startup hat man manchmal nicht viel Zeit. Aber wenn man irgendwann einigermaßen etabliert ist, wenn die Finanzierung für ein paar Jahre klar ist, dann ist es auf jeden Fall ein wichtiges Werkzeug. Und zwar genau aus dem Grund, was ich gerade auch schon ausgeführt habe, man kann eben wirklich Intentionen der Nutzer mitbekommen. Also auf sozialen Medien haben Nutzer auch Intentionen, aber andere und vor allem nicht so selbstgetriebene, also nicht so sehr intrinsische Motivation. Wenn ich bei Google etwas suche, dann will ich etwas. Und an der Stelle können wir herausfinden, was wollen die Leute eigentlich. Also auf Facebook klicke ich eben auf das, was irgendwie da ist, wenn ich mich irgendwie anreize. Und das ist auch eine Kunst für sich und das kann man gut machen, das kann man nicht so gut machen. Bei SEO können wir tatsächlich noch stärker die Daten auswerten und das natürlich auch wieder in die Redaktion reintragen und sagen, Menschen interessieren sich für dieses Thema noch. Ja, irgendwie gibt es nichts Neues, irgendwie ist das für uns schon abgeschlossen, aber die Leute suchen es immer noch und das regt natürlich dann auch die Kreativität an. Im Sinne, dass man nochmal schaut, okay, können wir nicht nochmal tiefer erklären oder warum springen sie an einer bestimmten Stelle ab? Ist zwar eher etwas, das ist dann Analytics, das heißt, findet auf unserer Webseite statt, aber die Intention ist so viel klarer von Menschen, die über Google zu uns kommen, was sie eigentlich von uns erwarten. Und genau deswegen werten wir diese Daten aus, spielen sie eben auch regelmäßig, also zweimal am Tag und beständig an den Newsdesk zurück. Und Daten sind wahnsinnig wichtig. Einfach deswegen, weil es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, Menschen zu erreichen, dass man
im Grunde genommen nicht mehr alles nur nach Gefühl oder guter Erfahrung tun kann, sondern man braucht Daten um die verschiedenen Kanäle und SEO ist ein großer und auch ein sehr diverser in sich wiederum, um die alle so zu bespielen, wie man das gerne möchte und die Qualität aufrechtzuerhalten, die man ja, seinen Lesern, seinen Nutzern, seinen Käufern zeigen möchte. Ich freue mich tatsächlich auf den Vortrag von Bartosz am meisten. JavaScript ist eines der größten Probleme, was wir haben in der Suchmaschinenoptimierung. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe fast alles gelesen, was er so geschrieben hat. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich generell auf die ganzen Speaker. Sehr spannende Menschen heute da. Und auch auf die Gespräche nebenbei. Das ist ja auf jeder Konferenz. Manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal nebenbei zu stehen und Menschen kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernen würde, bei einem Kaffee. Darauf freue ich mich.